Was geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Wir sind wieder im Land der Löwen in Mbeza, in der afrikanischen Steppe unterwegs. Und heute soll sich alles um das Thema Bewässerung drehen. Bleibt also dran, nach dem Intro geht's los. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen wieder hier auf meinem Kanal am Sonntag zu einem neuen Anno 1800 Tutorial. Heute gehen wir das Thema Wasserversorgung und Bewässerung unserer Felder und Plantagen in Mbeza im Land der Löwen an. Es gibt also den großen Überblick. Doch bevor wir das tun, ihr kennt das Spiel bereits, würde ich mich ganz, ganz dolle freuen, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, das jetzt gerade tut, indem ihr unten auf die Schaltfläche abonnieren drückt und auch die Glocke aktiviert, damit euch die Buschtrommeln Afrikas auch in Zukunft erreichen, wenn es von mir ein neues Video gibt. Jetzt steigen wir aber ein in den großen Versorgungsguide rund um das Thema Wasser für das Land der Löwen. Auf geht's! So, ganz grundsätzlich erstmal, ich verrate, glaube ich, keinen im Geheimnis, wenn ich sage, dass es in Afrika die meiste Zeit knalleheiß ist. So ist es jedenfalls hier im Land der Löwen. Und dementsprechend ist das meiste Land, was wir vorfinden auf unseren Inseln, solches beige-braunes Steppenland, das für unsere Farmen und vor allen Dingen für unsere Felder unfruchtbar ist. Bedeutet im Endeffekt, wenn ich jetzt hier beispielsweise eine Flachsfarm aufbaue, kann ich die zwar hier hinsetzen und ich kann auch Felder an die Farm bauen. Man sieht aber jetzt schon hier, dass mir so ein roter Radius angezeigt wird, was einfach halten soll. Das bringt nichts, ich kann nichts produzieren. Jetzt kommt auch hier direkt der Hinweis oben, Felder brauchen fruchtbaren Boden. Diesen fruchtbaren Boden, naja, den finden wir, wenn ich das hier nochmal gelöscht bekomme. Oh, diesen fruchtbaren Boden, den finden wir hier drüben dann. Es gibt auf jeder Insel solche kleinen Flüsse und rund um die Flussgebiete, das kann man hier drüben noch besser sehen, hier, ne, rund um den Fluss, gibt es immer dementsprechend grünes Land, fruchtbares Land, was wir dann nutzen können. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel unsere Farmen auf grünes Land bauen wollen, ich zeige euch das mal hier anhand der Flachsfarm, sieht man schon, dass das Gebäude an sich grün umlegt ist, mit dem Hinweis also, okay, hier kannst du bauen, hier wird es auch fruchtbar sein. Und wenn ich jetzt die Felder baue, dann bekommen die auch solch eine grüne Umrandung und ich kann hier bauen und dann wird auch schon die Produktion mit der Zeit angeschmissen. Das Ganze, das habe ich rausgefunden, lässt sich übrigens auch einstellen, dass man nicht aus Versehen auf nicht fruchtbarem Land Felder errichtet und es vielleicht nicht mitbekommt. Wenn ihr hier in die Optionen in euer Spielmenü geht und mal unter dem Reiter Spielablauf hier oben ganz rechts nach ganz unten scrollt, gibt es hier den sogenannten Bewässerungsbaumodus. Aktiviert einen Modus, in dem nur landwirtschaftliche Nutzflächen auf bewässertem Boden platziert werden können. Das aktiviere ich jetzt einfach mal, gehe zurück in mein Spiel und wenn ich jetzt versuche, meine Flachsfarm hier hinten zu bauen, dann funktioniert das zwar noch, dass ich das Gebäude bauen kann, aber ich kann jetzt hier keine Felder mehr bauen. Ihr seht, dann wird direkt immer der Hinweis angezeigt, Bewässerung fehlt. Finde ich ganz cool, weil dann eben nichts passieren kann und man nicht aus Versehen vielleicht in seinen Feldern so zwei, drei Ecken irgendwo auf nicht fruchtbares Land setzt. Jetzt sind die Bereiche rund um diese Flüsse hier natürlich relativ schmal und klein. Es handelt sich da immer so um drei oder vier Breite, die wir hier vorfinden. Und das reicht in der Regel nicht, um eure ganzen Farmen aufzubauen. Und deswegen gibt es im Land der Löwen die Möglichkeit, die Bewässerung auch ins Landesinnere zu verlegen. Das habt ihr wahrscheinlich hier auf meiner Insel, auf meiner Hauptinsel schon gesehen. Es gibt solche Kanalsysteme und dementsprechend Möglichkeiten, das Wasser aus den Flüssen zu fördern. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das funktioniert. Als Basis für meine Wasserversorgung im Landesinneren dienen immer sogenannte Flussbauplätze. Und da habt ihr auf jeder Insel meistens mehrere. Je nach Inselgröße sind das dann mehr oder weniger. Ich bin jetzt mal hier auf der Insel und Flussbauplätze sind immer, Flussgrundstücke heißen sie, hier mit so einem kleinen Regentropfen, Wassertropfen gekennzeichnet. Hier auf dieser Insel kann ich auch hier drüben immer, ich muss mal meinen Kopf ein bisschen an die Seite bewegen, da kann ich dann unterhalb der Fruchtbarkeiten auf der entsprechenden Insel auch die Anzahl der Flussgrundstücke sehen. Wir haben hier zwei, also hier eins und dort eins. Wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich auf diesem Flussgrundstück verschiedene Bauwerke errichten. Unter anderem, und das findet man hier bei dem großen Tropfen mit dem Wasserrad dahinter, Bewässerung, das Thema. Und da gibt es eine Wasserpumpe und die kann ich hier schön auf dieses Flussgrundstück draufsetzen und damit geht es dann los. Das machen wir jetzt mal. Einmal hier eine Wasserpumpe errichtet und schon wird Wasser gefördert. Eine Wasserpumpe hat eine sogenannte Bewässerungskapazität von 250. Was meint das? Nun ja, ihr könnt jetzt hier an zwei Seiten, einmal hier in der Mitte des Gebäudes, aber auch auf der anderen Seite in der Mitte des Gebäudes, jeweils gekennzeichnet durch diese kleine weiße Fläche, könnt ihr beginnen mit Kanälen euer Wasser ins Landesinnere zu transportieren.
Und die Bewässerungskapazität meint eigentlich nichts anderes als die Kanallänge. Bedeutet, ihr könnt also von dieser Wasserpumpe ausgehend 250 Kanalbaustücke anschließen, die dann mit Wasser versorgt werden. Ab dem 251. fließt das Wasser dann nicht mehr weiter und ihr müsstet eine neue Wasserpumpe errichten. Ja, zum Thema Bewässerungskapazität möchte ich noch zwei Gedanken mit euch gerade teilen. Wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, habe ich auf meiner Hauptinsel schon zwei Wasserpumpen gebaut, die aber jeweils ein eigenes Kanalsystem versorgen. Das obere Kanalsystem hat natürlich wie jede Wasserpumpe eine Kapazität maximal von 250 Stücken, von denen ich schon 206 Kanalstücke verbraucht habe. Das untere System ist etwas kleiner, hat also nur 153 von 250 Kanalstücken verbraucht. Wenn ich jetzt mein oberes System hier massiv ausbauen wollte, zum Beispiel noch hier überall Kanalstücke hinbauen, nur mal fiktiv angenommen, dann komme ich ja langsam an meine Grenze oder relativ schnell sogar. Ich kann nur noch 44 Kanalstücke bauen. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann nämlich meine beiden Systeme, also die beiden Wasserpumpen im Prinzip, miteinander verbinden. Und wenn ich das tue, erhöht sich die maximale Wasserkapazität auf das Doppelte. Ich kann also die beiden Kapazitäten addieren und könnte jetzt die hier unten noch freibleibenden Kanalstücke auch für mein oberes Wassersystem nutzen. Finde ich eine super Sache. So kann man also bis zu 3, 4, je nachdem wie viele Pumpen ihr auf eurer Insel errichten könnt, alles miteinander verbinden und habt dann ein riesiges System und könnt dementsprechend viele Kanalstücke bauen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Ich habe die Verbindung hier mal wieder getrennt. Wir sind also wieder bei unseren 250 Teilen angekommen. Und hier oben steht eine Handelskammer, in dessen Radius die Wasserpumpe liegt. Und ich habe ein Item schon gefunden, was für die Bewässerung nutzbar ist, nämlich die sogenannte Schleuse. Und das erhöht die Bewässerungskapazität, naja, immerhin um 20 Punkte. Und wenn ich das jetzt ausrüste, sehe ich, dass sich meine Maximalkapazität hier auf 270 erhöht. Wichtig zu wissen ist, ich kann das nicht dreimal in dieselbe Handelskammer einsetzen. Ja, steht hier unten, doppeltes Item kann nicht ausgerüstet werden. Ich kann aber natürlich Folgendes machen. Ich kann hier unten mit einer anderen Handelskammer an meiner zweiten Wasserpumpe es wieder einsetzen. Habe also auch dann das auf 270 erhöht. Und wenn ich es jetzt wieder verbinde, ihr ahnt es schon, die beiden Systeme, dann habe ich eine Gesamtkapazität von 540 und kann so immerhin nicht viel, aber ein bisschen die Bewässerungskapazität erhöhen. Ganz grundlegend, wenn wir jetzt mit dem Kanalbau für beispielsweise Produktionsgebäude, unsere Farmen oder aber auch für unsere Viehzüchter beginnen, gilt es immer, die sogenannte Achterregel zu beachten. Was meine ich mit der Achterregel? Naja, das ist ganz einfach. Wenn ihr jetzt anfangt, hier diesen Kanal in das verdorrte Land vorzuziehen, um das fruchtbar zu machen, dann wird immer, das kann man hier schon sehen, links und rechts vom Kanal jeweils eine Breite von 4 Feldern fruchtbar gemacht. Das schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Das Wasser fließt hier ganz gemütlich rein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen möchte, hier was zu bauen, dann kann man schon sehen, also genau nach 4 Feldern Breite, ich habe hier 1, 2, 3, 4, hört dann das fruchtbare Land wieder auf. Ich habe also 4 pro Seite und die Achterregel meint dann, wenn ich jetzt im Abstand von 1, 2, 3, 4 und nochmal 1, 2, 3, 4 den nächsten Kanal dann hier reinziehe, dann habe ich mein Land lückenlos fruchtbar gemacht, ohne in der Mitte, das zeige ich euch jetzt gleich zum Abschluss noch, wieder unfruchtbares Land zu haben, was natürlich dann die Produktion in diesem Bereich wieder unmöglich machen würde. Wenn wir jetzt also hier hinten mal gerade das so ein bisschen breiter bauen um 1, so zum Beispiel, und ich das hier ein Stück verlängere, dann kann man das ganz schön sehen, denke ich. Also ihr seht, das Land begrünt direkt, wenn das Wasser hier reinfließt. Aber an der Stelle hier hinten jetzt habe ich hier in der Mitte, da kann man es schön sehen jetzt, weil ich eben 9 Abstand gewählt habe, eine freie Reihe, die jetzt wieder unfruchtbar ist. Das sollte man vermeiden. Deswegen Achterregel, also immer wenn ihr Kanäle baut, versucht das in einem Abstand von 8 Feldern zu tun, um da keine Lücken zu haben. Wenn es jetzt da geht, das eben fruchtbar gemachte Land zu nutzen für unsere Produktionen, dann müssen wir zwei Produktionszweige voneinander unterscheiden, nämlich einmal die mit Feldern arbeiten, also die Bauern, und auf der anderen Seite die Viehzüchter, die mit Viehgattern arbeiten. Denn wenn ich Felder, das haben wir ja schon gesehen, hier aufs unfruchtbare Land baue, dann beginnen die erst gar nicht zu produzieren, sondern wir müssen die ganzen hier in das fruchtbare Land bauen. Da gibt es dann auch übrigens sehr schöne Layouts. Dazu mache ich dann in Kürze definitiv noch eigene Videos, sodass ihr auch meine Produktionslayouts hier im Land der Löwen kennenlernt und die eventuell nachbauen könnt, wenn euch die gefallen. Denn man kann, das kann ich euch jetzt hier vielleicht schon mal ganz kurz spoilern, die wunderbar, wenn ich das so wie hier mache, rechteckig hier reinsetzen und baut die dann sehr, sehr platzsparend und, was ich ja immer liebe, schön
quadratisch. Das ist also die eine Möglichkeit. Wie gesagt, die beginnen dann jetzt hier mit 100% zu arbeiten. Und dem entgegen stehen aber die Viehzüchter. Wenn ich also hier so eine Sangerrindfarm jetzt einfach mal in unfruchtbares Land setze, hier hinten hin zum Beispiel, gönne dem noch seine 5 Felder, die er immer benötigt, irgendwie hier zusammengeklatscht, dann beginnt der, obwohl er sich auf unfruchtbarem Land befindet, trotzdem zu produzieren und wird sich bis zu 100% hier leisten können, beziehungsweise mit 100% Produktivität arbeiten. Das Ganze kann ich aber durch mein fruchtbar gemachtes Land hier mit 8 Breite mir zunutze machen und kann das Ganze etwas ankurbeln, etwas pushen. Ich baue also meine Sangha-Rindfarm jetzt hier rein und baue hier meine 5 Felder dementsprechend dran. Ist jetzt alles nicht schön, ist jetzt nicht irgendwie im Layout. Wie gesagt, kommt demnächst noch ein Video zu. Und ihr werdet sehen, wenn wir uns das hier ganz kurz anschauen, dass sich das hier auf 200%, also auf die doppelte Produktivität steigern wird. Und das ist schon eine Menge, finde ich. Das lohnt sich. Das sollte man sich überlegen, dass man das eben in fruchtbares Land setzt. Wir gucken direkt mal hier oben. Kein Lagerhaus in Reichweite. Na gut, komm, du kriegst auch noch ein Lagerhaus. Ich warte mal ganz kurz ab und dann zeige ich euch gleich die Produktivitäten, wenn es denn hier soweit ist. So, das Warten hat sich gelohnt. Schauen wir also hier direkt als erstes auf unsere Sangha-Farm auf unfruchtbarem Boden. Die hat jetzt die 100% Produktivität erreicht, aber hier oben gibt es den Hinweis, kann durch fruchtbaren Boden verbessert werden. Und deswegen gehen wir direkt hier rüber zu unserer kleinen anderen Farm, die wir auf unser fruchtbares Land in unseren Achterbereich zwischen die Kanäle gesetzt haben und sehen hier, 200% doppelte Produktivität ist möglich. Und das Ganze ließe sich natürlich durch Handelskammern und entsprechende Items jetzt noch weiter ankurbeln, das lohnt sich kräftig, sollte man sich überlegen. Ich möchte im großen Bewässerungsguide natürlich nicht unerwähnt lassen, dass auch die Feuerwehr in Afrika nicht mit Luft und Liebe eure Gebäude löscht, sondern auch dazu Wasser benötigt, was ja in der Regel hier auf unfruchtbarem Land wieder nicht zur Verfügung steht, weshalb es zwingend erforderlich ist, seine Feuerwehrwachen in Mbesa an die Wasserversorgung anzuschließen, so wie man das hier bei mir sehen kann. Beachtet also bei eurer Planung eurer Kanalrouten und eurer Kanalsysteme, dass auch euer Land hier im Landesinneren bei den Gebäuden bei eurer Stadt entsprechend an die Wasserversorgung angeschlossen ist. Abschließend noch ein kleiner Hinweis, auf manchen Inseln in Mbesa im Land der Löwen gibt es solche kleinen Wasserstellen wie hier. Abgesehen davon, dass man da wunderbar hier Tiere beobachten kann, lohnt sich das Ganze vielleicht auch, wenn man eine neue Insel einnehmen muss, weil einem eine Fruchtbarkeit auf der Hauptinsel wie beispielsweise Gewürze oder Indigo fehlen. Denn hier kriegt man schon 1 bis 2 Farmen locker unter, ohne eine Bewässerungsinfrastruktur aufbauen zu müssen. Das heißt, ihr spart euch Wasserpumpe, Kanalbau und diese ganzen Dinge, um vielleicht die Produktion schon mal ans Laufen zu bekommen. Ich hoffe, das Video, der ultimative Wasserguide, Bewässerungsguide in Anno 1800 Land der Löwen, hat euch gefallen und es war das, was ihr wissen wollt, dabei. Wenn nicht, dann schreibt mir bitte alles, was ihr noch wissen wollt, in die Kommentare. Oder wenn ihr irgendwas besser gebaut habt als ich, einen eleganteren Weg gefunden habt, freue ich mich auch darüber. Ansonsten freue ich mich aber auch immer über den Daumen nach oben für dieses Video. Da freut sich nicht nur ich, sondern auch der YouTube-Algorithmus. Und ich sage, bleibt bitte gesund. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder zum nächsten Anno 1800 Tutorial. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, euer Heinz.